Demokratische Ansätze in der Novelle zum Feuerwehrgesetz war das Thema einer Pressekonferenz von Landeshauptmann-Stellvertreter Johann Schürz. Schürz findet, dass es viel zu wenig demokratische Entscheidungen bei der Feuerwehr im Burgenland gibt. Es werden zum Beispiel keine Orts- oder Bezirkskommandanten gewählt, sondern vom Landesfeuerwehrkommandanten bestimmt. In der Pressekonferenz hören Sie noch von weiteren geplanten Änderungen bei den Feuerwehren im Burgenland. Ja, danke fürs Kommen zur heutigen Pressekonferenz. Es geht um die Demokratisierung des Feuerwehrgesetzes. Ja, die Sicherheit hat im Burgenland natürlich jetzt einen ganz besonderen Stellenwert. Sicherheit wurde aufgewertet. Wie wir alle wissen, gibt es ein neues Hauptreferat Sicherheit. Und im Bereich der Sicherheit spielt eine tragende Rolle natürlich die Feuerwehr. Es gibt bei der Feuerwehr 17.000 Feuerwehrmitglieder, die natürlich rund um die Uhr den Einsatz garantieren. Das ist wichtig, das anzuführen. 17.000 Feuerwehrleute haben eine tagelange fundierte Ausbildung und die wird natürlich, und das muss man hinzufügen, in der Freizeit absolviert. Also das ist aus meiner Sicht eine Freiwilligkeit, die nicht genug zu loben ist. Im Regierungsprogramm haben wir auf Initiative der Freiheitlichen Partei festgelegt, dass die direkte Demokratie verstärkt wird im Burgenland, dass die direkte Demokratie Einzug hält. Das heißt, Bürgerbeteiligung ist uns sehr wichtig. Wir wollen eine Bürgerbeteiligung statt eine Bürgerbestimmung. Diesen Slogan Bürgerbeteiligung statt Bürgerbestimmung, den heften wir uns einmal auf die Schultern. Als Feuerreferent ist mir die Einbindung der Feuerwehren sehr wichtig. Das heißt, Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen müssen, nachdem sie ja eine umfangreiche Ausbildung haben und ständig in Einsatzbereitschaft sind, bei Entscheidungen herangezogen werden. Das heißt, es muss zukünftig so sein, dass auch diese tüchtigen, eifrigen 17.000 Feuerwehrmitglieder bei Entscheidungen eingebunden werden. Ja, und da kommt jetzt ein neues Feuerwehrgesetz. Das heißt, wir wollen im Burgenland ein neues Feuerwehrgesetz auf die Bahn bringen. Das Feuerwehrgesetz, das jetzige, wurde 1994 beschlossen. Und es gibt nahezu in jedem Bundesland die demokratische Wahl im Bereich der Feuerwehren, außer im Burgenland. Anscheinend hat sich da niemand irgendwie drüber getraut. Aber es ist natürlich wichtig, auch wenn sich vielleicht der eine oder andere dagegen wehrt, dieses Feuerwehrgesetz oder die Demokratisierung des Feuerwehrgesetzes in Angriff zu nehmen. In der Steiermark ist die Demokratisierung abgeschlossen. Hier gibt es ein neues Feuerwehrgesetz und dieses Feuerwehrgesetz, muss man sagen, ist wirklich sehr gut aufgebaut und das kann man ruhig auch als Diskussionsgrundlage für das Burgenland nehmen. Beispiele: In der Steiermark besteht nun die Möglichkeit, dass jedes Feuerwehrmitglied, wenn das Feuerwehrmitglied ein Jahr bereits Mitglied ist, den Ortsfeuerwehrkommandanten in geheimer Wahl mitbestimmen kann. Also das ist im Burgenland nicht der Fall, zu dem komme ich noch. Für die Wahl zum Kommandanten muss man 3 Jahre Mitglied sein, das heißt das passive Wahlrecht ist 3 Jahre, das aktive Wahlrecht ist 1 Jahr. Ich finde das wirklich sehr gut. Die Abschnittskommandanten werden von den Ortsfeuerwehrkommandanten und dessen Stellvertreter gewählt, also das heißt eine durchgehende Demokratisierung dieses Feuerwehrgesetzes. Der Bezirkskommandant wird von allen Der Bezirksfeuerwehrkommandant wird von allen Ortsfeuerwehrkommandanten in der Steiermark und dessen Stellvertreter gewählt. Und jetzt kommt's. Im burgenländischen Feuerwehrgesetz bestimmt ausschließlich der Landesfeuerwehrkommandant, welche Personen welche Positionen ausüben. Also das ist aus meiner Sicht fast schon monarchieähnlich, um das ganz vorsichtig zum Ausdruck zu bringen. Denn ich zitiere aus dem Feuerwehrgesetz, der Ortsfeuerwehrkommandant wird gewählt auf Vorschlag des Bürgermeisters. Und jetzt kommt es, der Bezirksfeuerwehrkommandant wird vom Landesfeuerwehrkommandanten ernannt
und kann auch vom Landesfeuerwehrkommandanten abberufen werden, wobei dem bisherigen Bezirksfeuerwehrkommandanten und dessen Stellvertreter die Gelegenheit zur Äußerung gegeben ist. Ne? Also der darf sagen, ui, das war es dann schon wieder. Nicht? Also der Landesfeuerwehrkommandant bestimmt, wer der Bezirksfeuerwehrkommandant wird. Genauso ist es auch in weiterer Folge, und das ist ja überhaupt der Wahnsinn, dass der Landesfeuerwehrkommandant auch bestimmt, wer Bezirksfeuerwehrkommandant Stellvertreter wird. Ne? Also sogar ein Stellvertreter ernennt der Landesfeuerwehrkommandant und kann ihm auch abberufen. Und das jederzeit, wenn er halt so irgendwie glaubt, dass er seine Arbeit nicht exakt durchführt. Und der Landesfeuerwehrkommandant Stellvertreter und der Landesfeuerwehrinspektor werden vom Landesfeuerwehrkommandanten auch nach Anhörung ebenfalls ernannt und können abberufen werden. Das heißt, es gibt eine Art Monarchie in Bezug auf das burgenländische Feuerwehrgesetz, wo der Landesfeuerwehrkommandant quasi alles bestimmt und auch alles abberufen kann. Also die Demokratie ist da wirklich nicht mehr gegeben. Wir müssen und wir sollten oder wir sollen, wir haben die Pflicht, dieses Feuerwehrgesetz zu ändern. Vor allem gibt es auch im burgenländischen Feuerwehrgesetz nicht die Möglichkeit, wo die Wahlperiode festgelegt ist. Das heißt, es gibt keine Wahl alle 5 Jahre oder alle 6 Jahre, sondern es ist einfach gar nicht verankert. Das heißt, wenn heute, ich sage mal, irgendein Abschnittskommandant oder irgendein Bezirksfeuerwehrkommandant gewählt wird, dann kann der Lebenszeit gewählt sein, es sei denn, es beruft ihn vorher irgendjemand ab. Also das gehört auf jeden Fall demokratisiert. Und was wir unbedingt wollen, ist, dass alle 17.000 Feuerwehrmitglieder auch bei diesem Demokratisierungsprozess eingebunden werden. Zu diesem Zweck werden wir einen Parallelarbeitskreis einrichten. Dieser Parallelarbeitskreis wird zum einen die Bezirksebene beinhalten, das heißt ein Arbeitskreis mit der Bezirksebene bei den Feuerwehren und ein Arbeitskreis auf Landesebene, das heißt Parallelarbeitskreise, und dann wird in diesen Arbeitskreisen auch festgelegt, wie wird die Befragung der Mitglieder aussehen, wie ist insgesamt die Intention in mehreren Bereichen, in der Haftungsfrage, also das heißt, unser Feuerwehrgesetz ist wirklich, gehört natürlich auch in der Haftungsfrage angeglichen, geändert. Das heißt, es ist mehr als notwendig, dieses Feuerwehrgesetz zu novellieren. Ich werde das mit dem Koalitionspartner absprechen, werde mit dem Koalitionspartner diesbezüglich, bevor es zu den Arbeitskreisen kommt, die Weichenstellungen festlegen. Wichtig ist es natürlich, dass es eine Bürgerbeteiligung gibt und keine Bürgerbestimmung. Die Befragung der Betroffenen muss Priorität haben, in jedem Bereich auch immer. Und zusätzlich natürlich zu dem Feuerwehrgesetz wundere ich mich ganz besonders, also das verwundert mich derartig, dass die ÖVP nun mehr Geld fordert für die Feuerwehr. Also das verstehe ich wirklich nicht. Also, warum diese nicht nachvollziehbaren Forderungen der ÖVP jetzt auf den Tisch kommen, kann ich nicht verstehen. Die Feuerwehr hat bis dato vom Feuerreferenten Magister Franz Steindl immer 2,3 Millionen Euro bekommen für den laufenden Betrieb, das jahrelang. Und kurz nach meiner Amtszeit habe ich das Feuerwehrbudget um 200.000 Euro erhöht, von 2,3 auf 2,5 Millionen Euro. Das sind knapp 10%. Warum jetzt die ÖVP davon spricht, dass die Feuerwehr ausgehungert wird oder es keine Erhöhung gibt. Also da muss ich aufpassen, dass ich nicht irgendein Wort finde, sondern als Landeshauptmann Stellvertreter hat man da Ruhe zu bewahren und muss man vorsichtiger bleiben. Deshalb sage ich nichts dazu. Es wundert mich halt nur sehr stark. Ja, zusätzlich zu diesem Feuerwehrgesetz müssen wir natürlich auch im Land Burgenland nachdenken, ob wir nicht auch eine Initiative starten, wo die Mehrwertsteuer für Anschaffungen bei der Feuerwehr gestrichen wird. Also aus meiner Sicht ist es wirklich nicht nachvollziehbar, dass
bei der Feuerwehr oder im Bereich der Anschaffung bei der Feuerwehr noch immer es eine Mehrwertsteuer gibt. Das heißt, auch hier könnte man die Feuerwehr unterstützen, aber das ist natürlich eines der nächsten Themen. Und gibt es das nächste Thema ist auch die Ausstattungsrichtlinie, die Haftungsfragen und so weiter und so fort, aber das wäre zu sehr im Detail. Jetzt einmal in erster Linie geht es uns um die Demokratisierung des Feuerwehrgesetzes. Da wird es zwei Arbeitskreise geben und dann das wichtigste Argument ist, erstmalige Einbindung der Feuerwehrmitglieder, erstmalig, das hat es noch nie gegeben, genauso wie wir auch burgenlandweit heuer erstmalig eine Volksbefragung durchführen werden, aber das ist eine andere Pressekonferenz. Gut, das war es einmal so abgerundet.